Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei drei Würfen einer Münze genau zweimal Kopf zu erhalten? In den letzten Videos ging es ja ausführlich um Permutationen und Kombinationen, und da wird es natürlich jetzt naheliegen, diese Aufgabe hier genau mit diesen Permutationen und Kombinationen zu lösen. Aber das werden wir in den folgenden Videos machen. Hier machen wir es nochmal auf die ganz, sagen wir mal, altmodische Art, kann man ja schon fast sagen. Und zwar, indem ich jetzt einfach mal anschreibe, welche Möglichkeiten, welche Ergebnisse gibt es denn bei diesen drei Würfen einer Münze? Also da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, dass dreimal Zahl oben liegt. Zahl, Zahl, Zahl. Oder drei, zweimal Zahl und einmal Kopf. Und dann lassen wir das Ganze hier immer so durchwandern, den Kopf, damit wir hier wirklich alle Möglichkeiten haben. Und was fehlt uns noch? Dann haben wir noch Zahl, Kopf, Kopf kann natürlich auch sein. Oder Kopf, Zahl, Kopf oder Kopf, Kopf, Zahl. Und was fehlt uns jetzt noch? Kopf, Kopf, Kopf fehlt uns noch. Haben wir schon? Haben wir schon alles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sollten schon 8 sein. Wir haben ja drei Münzen, also wir würden uns erwarten hier zweimal. Das ist die Möglichkeiten, die die erste Münze hat. Mal zwei Möglichkeiten, die zweite Münze hat, mal zwei Möglichkeiten, die dritte Münze hat. Also zweimal zwei mal zwei gleich acht. Acht Möglichkeiten tun wir uns hier erwarten, und die haben wir auch, diese acht Möglichkeiten. Ja, wie viele von diesen Ergebnissen hier, wie viele von diesen Ergebnissen haben denn jetzt zweimal Kopf, und zwar genau zweimal Kopf? Such mal die mal raus. Zweimal Kopf haben wir, hier ist nur einmal, 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 hier. Hier haben wir zweimal Kopf. Das ist eine Möglichkeit mit einem Ergebnis mit zweimal Kopf. Hier ist ein Ergebnis mit zweimal Kopf. Und gleich nochmal ein Ergebnis mit zweimal Kopf. Da unten haben wir dreimal Kopf. Das ist nicht dabei, denn wir wollen ja genau zweimal Kopf haben. Das heißt, wir haben also drei Ergebnisse mit zweimal Kopf. Ja, wie haben wir jetzt die Wahrscheinlichkeiten dabei errechnet? Wir haben einfach gesagt, die Wahrscheinlichkeit in drei Würfen. In drei Würfen zweimal Kopf zu haben. Diese Wahrscheinlichkeit, das war so ein Bruch. Und unten stand die Zahl der möglichen Ergebnisse. Hier haben wir ja acht mögliche Ergebnisse. Ja? Acht mögliche Ergebnisse gibt es bei diesem Experiment. Also hier haben wir acht mögliche Ergebnisse. Und wie viele davon erfüllen jetzt die Bedingungen hier, nämlich dass da zweimal Kopf enthalten ist? Ja, das waren die drei, die wir uns hier rausgesucht haben. Also drei Ergebnisse stehen hier oben, drei Ergebnisse, und die erfüllen die Bedingungen. Also drei Ergebnisse, die Bedingungen erfüllen. Erfüllen, das kürze ich jetzt mal ab. Ihr wisst, was gemeint ist. 3 durch 8 ist also die Wahrscheinlichkeit, in drei Würfen zweimal Kopf zu haben, ist dann also 3 durch 8. Das ist gleich 3 Achtel. Ja, und das wäre es dann eigentlich schon. Und wie gesagt, in den nächsten Videos werden wir dann mal schauen, wie man das jetzt hier mit diesen Kombinationen und Permutationen machen. Und einen kleinen Vorgriff darauf möchte ich schon mal machen. Das wäre diese Zahl 3, diese drei Ergebnisse. Die müssen wir nicht unbedingt hier abzählen. Die können wir nämlich auch dadurch herausbringen, dass wir sagen, okay, wir haben ja eine Menge von drei Elementen. Ja, drei Elemente sind da drin. Und wir machen Untergrüppchen. Wir bilden Untergrüppchen von zwei. Nämlich eine Untergruppe, die soll ja zweimal Kopf enthalten, also eine Untergruppe von zwei Elementen. Und wir schauen uns an, wie viele von diesen zweielementigen Untergruppen kann ich denn jetzt in einer Menge von drei Elementen bilden. Und das ist ja gleich 3 Fakultät durch 2 Fakultät mal 3 minus 2 Fakultät. Und das wäre eine 6 geteilt durch eine 2. Hier steht 1, das 1 Fakultät ist 1, also geteilt durch 2, und das gibt mir die 3. Und das war ja genau das, was ich hier jetzt auch in diese Rechnung hier eingesetzt habe. Also so werden wir da vorgehen. Ja, und warum das so ist, warum ich das mit der Methode berechnen kann, das versuche ich jetzt in den nächsten Beispielen eigentlich zu erklären. Also ich mache verschiedene Beispiele, und da wird immer diese Methode hier angewandt, und ich glaube, dann kommt man so langsam drauf, warum das eigentlich Sinn macht, dass man das Ganze so berechnet.